Willkommen bei Hart und Trocken. Wir sprechen über reproduzierbare Forschung. Wenn ich wissenschaftlich mit Daten arbeite, dann ergibt sich folgendes Problem häufig. Ich möchte eine Auswertung machen, ich möchte einen Bericht daraus erstellen, ich möchte vielleicht ein Paper schreiben oder so. Das heißt, erster Schritt, ich lade mir meine Daten irgendwoher. Betonung auf irgendwoher. Dann bringe ich sie irgendwie in die richtige Form. Das heißt, ich lade die in Excel oder in ein anderes Programm, baue sie ein bisschen um, bringe die Sachen ins richtige Format. Datumsformate zum Beispiel sind häufig falsch oder so. Vielleicht stimmen irgendwelche Umlaute nicht und so weiter. Das heißt, irgendwie bringe ich sie in die richtige Form. Dann werte ich das Ganze aus. Ich habe natürlich einen Plan, aber ich probiere verschiedene Sachen aus, mal das eine, mal das andere. Irgendwann bin ich zufrieden, dann gehe ich vielleicht doch wieder einen Schritt zurück. Ach nee, war doch nicht so gut. Okay, ich nehme das Neue. Man baut so ein bisschen rum. Irgendwie wertet man die Daten aus. Bei den Grafiken genauso. Irgendwie habe ich dann irgendwann die richtige Grafik erstellt, mit der ich halbwegs zufrieden bin, nach viel hin und her probieren. Muss es ja sagen, bei wissenschaftlicher Arbeit ist es ja nicht einfach so zielgerichtet, dass ich da durcharbeite und dann sofort das Ergebnis produziere, was ich brauche, sondern man muss ja ausprobieren. Insofern ist es ganz normal, dass ich da verschiedene Sachen teste. Und dann packe ich das Ganze irgendwie in einen Report. Das heißt, ich mache zum Beispiel ein Word-Dokument auf, schreibe da alles rein, kopiere die Bilder rein und so weiter und am Ende habe ich ein Paper, mit dem ich zufrieden bin. Das Paper reiche ich jetzt irgendwo ein und irgendwann kommt dann eine Antwort. Das Ergebnis der Gutachterin ist, es gibt irgendwo eine kleine Unstimmigkeit. Nichts Dramatisches, man muss es nur korrigieren. So, jetzt geht es eigentlich problemlos. Zum einen, war das vielleicht schon in den Daten irgendwie ein Problem? Das heißt, ich muss sicherstellen, dass ich die Daten habe, mit denen ich tatsächlich gearbeitet habe. Wenn ich an den Daten schon viel rumgedoktert habe, ist es manchmal gar nicht so leicht, die richtige Version zu finden, weil das Ganze habe ich vor einem halben Jahr gemacht, irgendwann kommt die Antwort, in der Zwischenzeit habe ich das nicht mehr angefasst. Kann gut sein, dass ich vergessen habe, welcher von den 14 Datensätzen das jetzt eigentlich war, den ich benutzt habe. Habe ich die Datentransformationen richtig gemacht? Dazu muss ich nachvollziehen, welche Datentransformationen ich denn eigentlich gemacht habe. Waren die Auswertungen richtig? Habe ich die richtigen Methoden verwendet? Habe ich die richtig angewendet, die richtigen Parameter eingestellt und so weiter? Habe ich die Grafiken tatsächlich korrekt erstellt? Habe ich die richtigen Variablen ausgewählt? Habe ich die richtig dargestellt und so weiter? Und vor allem, habe ich die richtigen Ergebnisse in die Word-Datei kopiert? Es könnte ja sein, dass ich verschiedene Bilder erzeugt habe und dann die schnell reinkopiert habe, weil ich musste den Bericht fertig kriegen. Es war schon nachts um 1:30. Womöglich habe ich damals das falsche Bild genommen und an die Stelle kopiert, wo eigentlich was anderes hingehört hätte. Um sowas zu vermeiden, gibt es den Ansatz, dass ich reproduzierbare Forschung mache, indem ich einen Bericht immer zusammen mit den Daten und Auswertungen halte. Ich habe nicht verschiedene Dokumente, verschiedene Auswertungsskripte, Datentransformationsskripte und so weiter, sondern es gibt im Idealfall genau ein einziges Skript, in dem alles steht. Und wenn ich auf einen Knopf drücke, dann wird mir der Bericht nochmal neu erstellt. Und wenn ich jetzt eine Änderung in dem Bericht machen möchte, dann mache ich die tatsächlich auch nur an einer Stelle und habe sonst keine Arbeit, dass ich nochmal irgendwelche Bilder kopieren muss oder was anderes. Eine Möglichkeit, so zu arbeiten, ist mit R Markdown. Dabei erstelle ich ein Dokument, also wirklich nur ein Dokument, in dem zum einen der Berichtstext steht und in dem aber auch alle Anweisungen für die Auswertungen enthalten sind. Dazu schauen wir uns das Ganze in RStudio an. Hier habe ich bereits eine Datei geladen, trägt die Dateierweiterung .rmd und in der Datei habe ich jetzt verschiedene Elemente, zum einen einen Bericht, also den Text des Berichts und zum anderen aber auch die Auswertung. Wir starten hier, da gibt es so einen Header, in dem verschiedene Sachen beschrieben sind. Das erste ist, ich lege hier einen Titel fest, Autor, ein Datum und dann gibt es hier noch so ein paar Output-Optionen. Ich möchte ein HTML-Dokument erstellen und da gebe ich ein paar Sachen an. Zum Beispiel, ich möchte Table of Contents. Dieses Table of Contents soll floating sein. Das soll also immer an der gleichen Stelle links stehen. Das werden wir nachher beim Ergebnis sehen. Ich möchte Number of Sections haben, also ich möchte Zahlen bei den verschiedenen Abschnitten haben und hier kann ich mir noch ein Thema aussuchen, was bestimmt, wie das Ganze aussieht. Das Ganze ist hier
mit drei Bindestrichen eingeschlossen und legt diesen Header fest, der was darüber aussagt, wie das Dokument konfiguriert ist und wie es später aussehen soll. Es gibt sehr viele andere Optionen, dazu später noch ein bisschen mehr. Der erste Teil, an dem wir jetzt ein bisschen mit R arbeiten, ist hier, und zwar gibt es hier ein R-Setup. Da rufe ich jetzt eine Option für das Paket Knitter auf, mit dem dann tatsächlich das Dokument genittet wird, also gestrickt wird. Knitter kommt von Knit stricken und da kann ich verschiedene Optionen festlegen. Hier zum Beispiel Echo gleich True, das heißt, dass ich im Normalfall auch ausgebe, was ich an R-Code reingeschrieben habe. Dann schauen wir uns noch die nächste Sektion an. Hier habe ich wieder R-Code, Load Data wird dieser Teil hier genannt. Diese Bezeichner hier, die müssen immer unterschiedlich sein, die darf ich nicht mehrfach verwenden. Das heißt, wenn ich einmal Setup habe, dann muss ich das nächste Setup 2 nennen oder so. Was ich hier mache ist, ich sage, ich möchte die ggplot2-Library laden. Ich lege mein Verzeichnis fest, weil da meine Skripte drin stehen und ich kann hier zum Beispiel ein paar Daten laden. Damit gehen wir zum nächsten Teil. Mit dem Hash-Zeichen zeige ich an, dass hier eine Kapitelüberschrift kommt und jetzt kann ich hier einfach Text schreiben. Das heißt hier einfach normalen Fließtext, hier eine Liste 1, 2, 3, 4, 5 und dann wieder etwas Fließtext, ganz normal, wieder eine Liste durchnummeriert und dann habe ich hier Fließtext mit zwei Auszeichnungen. Zum einen hier in zwei Sternchen reproduzierbare Forschung und hier unten habe ich ein Sternchen, den Teil, in dem steht zusammen mit den Daten und Auswertungen, der wird nachher im Bericht gesondert dargestellt. Die Webadresse, die ich hier eingefügt habe, ist in spitzen Klammern. Dadurch wird es auch als Webadresse erkannt und später auch nochmal speziell dargestellt. Jetzt schauen wir uns an, was wird denn aus dem Ganzen? Ich habe die Datei gespeichert als RMD-Datei und jetzt kann ich hier auf Knit gehen und dann passiert hier die Übersetzung. Das Ergebnis sieht jetzt so aus. Das ist eine HTML-Datei. Titel wie vorher festgelegt, Autor, Datum und jetzt hier mein Kapitel Nummer 1. Man sieht hier auch schon, wir haben noch ein paar andere, zu denen wir springen könnten. Das ist der Text, den wir hier reingeschrieben haben. Diese Liste ist auch ein bisschen eingerückt. Und hier, was mit zwei Sternen ausgezeichnet war, ist jetzt fett gedruckt. Was hier mit einem Stern zu Beginn und Ende ausgezeichnet war, ist kursiv und hier in der spitzen Klammer die URL ist auch speziell ausgezeichnet. Hier kann ich draufklicken, das ist direkt ein Link geworden auf die entsprechende Seite. So sieht das Ganze also aus, wenn ich jetzt einfach nur Text verwende. Von den ganzen R-Kommandos, die ich da drin hatte, sieht man hier nichts. Dann schauen wir mal weiter. Ich habe einen neuen Abschnitt, so geht es los. Da ist wieder ein Link auf die Dokumentation für R Markdown und dann eine Unterüberschrift mit zwei Hashzeichen, die heißt Dokument erstellen, diese Unterüberschrift. Und hier habe ich jetzt einen Verweis auf die Stelle in RStudio, wo ich eine neue Datei anlegen kann. Damit kann ich direkt ein neues File anlegen. Dieser Teil hier, dieser Textteil hier ist in diesen einfachen Anführungszeichen, in diesen schräg gestellten, daraus wird dann ein Text mit fester Breite, wie man hier sieht. Und man sieht auch gleichzeitig, wenn ich hier nach unten laufe, diese Table of Contents ist auch gleich so, dass sie ausklappt, wenn ich in dem entsprechenden Kapitel bin. Ausgabeformat soll HTML sein, das hatten wir oben festgelegt. Das Dokument enthält Beispieltext und wenn ich auf diesen Button Knit drücke, dann entsteht eben diese HTML-Version. Es gibt noch andere Formate, also Word oder PDF, aber wenn ich ein PDF erzeugen möchte, dann brauche ich dazu noch eine Tech-Installation auf meinem Rechner. Das heißt, wenn ich hier PDF sage, dann brauche ich hier nochmal ein Tech. Das ist nicht kompliziert zu installieren, aber es ist die Frage, ob sich's lohnt. Die Textauszeichnung haben wir gerade schon gesehen. Kursiv oder Fettdrucken zum Beispiel. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Listen können erzeugt werden, wenn ich einfach einen Stern am Zeilenanfang habe. Das würde dann so aussehen. Liste und dann 1, 2. Wichtig ist hier, dass nach Liste eine Leerzeile steht, weil das Ganze sonst als eine Zeile interpretiert wird. So, wenn ich mir das anschaue, habe ich jetzt hier
die Liste, die ich wollte. Es gibt auch die üblichen Cheat Sheets, die man über das Help-Menü in R hält. Cheat Sheet und Reference Guide. Was ist jetzt, wenn ich R-Code verwenden möchte? Hier habe ich nochmal einen Teil, in dem ich einfach eine Option setze. Gehen wir vielleicht gleich zum nächsten, wenn ich Auswertungen direkt einbinden möchte. Ich habe hier wieder mit den drei einfachen Anführungszeichen, dann geschweifte Klammer R. Und jetzt kann ich hier noch Optionen setzen, zum Beispiel Echo gleich True. Das heißt, der R-Code hier wird auch wirklich angezeigt in der Ausgabe. Jetzt kann ich hier eine Library einbinden, ein Data Frame festlegen, ggplot-Kommando starten und so weiter. Wenn ich das stricken lasse, dann bekomme ich Folgendes. Hier sehe ich den Code. Das ist natürlich immer die Frage, ob das für die Leser tatsächlich interessant ist oder nicht. Eigentlich ist es nur interessant für Leser, die sich irgendwie mit R beschäftigen wollen. Im Normalfall würde ich das wahrscheinlich weglassen. Und dann habe ich hier direkt eingebunden als Bild das Ergebnis dieser R-Kommandos hier. Ich kann innerhalb eines solchen Abschnittes alles an R machen, was ich sonst in einer R-Datei machen würde. Außer solchen Blöcken habe ich noch andere Möglichkeiten, und zwar kann ich hier Folgendes machen. Ich habe hier in dem Dataframe X-Werte, und jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, die X-Werte im Beispiel addieren sich zu 101, und hier sehe ich dann auch noch, was die einzelnen Werte waren und warum das sich eben gerade zu 101 addiert. Wie habe ich das in der RMD-Datei gemacht? Hier habe ich Folgendes zum Ersten. Die X-Werte im Beispiel addieren sich zu, und jetzt habe ich hier wieder mit dem einfachen schrägen Anführungszeichen und dann im R und jetzt hier einfach einem R-Befehl. Das heißt, das Ergebnis dieses R-Befehls, nämlich Summe von DataFrame$X, wird hier dargestellt. Also diese Summe wird hier dargestellt, und wenn ich hier oben in dem DataFrame jetzt was ändere, dann erscheint hier auch wieder der richtige Wert. Das heißt, es kann jetzt nicht passieren, dass ich hier oben in den Daten was ändern muss und dann hier unten, weil ich da wirklich 101 geschrieben habe, plötzlich einen falschen Wert stehen habe. Das Zweite, die Zeile, in der ich die verschiedenen einzelnen Werte von X in dem Data Frame jeweils mit dem Pluszeichen habe und am Ende die Summe, das mache ich so. Ich habe hier mit zwei Dollarzeichen, dadurch wird angezeigt, es soll eine mathematische Darstellung sein. Hier habe ich erstmal ein Paste-Kommando, in dem ich die einzelnen Werte von x darstelle, jeweils getrennt durch ein Pluszeichen. Und dann kommt hier, dann ist hier dieser Teil abgeschlossen, dann kommt ein Gleichheitszeichen und dann wieder etwas, was ausgewertet wird von R, nämlich diese Summe der Elemente von x. Und dadurch bekomme ich dann diese Darstellung hier, 1 plus 3 plus 19 und so weiter, das sind die Werte von x und hier steht die Summe. Häufig möchte ich Tabellen darstellen, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eins ist mit das Cable und das andere das X-Table-Paket. Wenn ich die Tabelle DF oder den DataFrame DF darstellen möchte mit Cable, dann sieht es so aus, hier Cable DF und dann einfach noch als Angabe Caption soll Table with Cable sein. Das heißt, die Unterschrift bei dieser Tabelle. Oder wenn ich es mit Xtable mache, dann gibt es hier diesen Befehl Print Xtable. Ich möchte den DataFrame drucken und als Caption möchte ich Table with Xtable haben. Und hier kann ich jetzt als Option für den Print-Befehl noch ein bisschen was angeben. Der Typ soll HTML sein und Border gleich 0. Das heißt, ich möchte keine Linien zwischen den Zeilen und Spalten haben. Die Tabelle hier mit Cable sieht so aus, das Ganze mit X-Table so ist ein bisschen gedrungen, da würde man bestimmt noch ein bisschen was optimieren wollen, aber so gelingt die Darstellung mit den Tabellen und es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie ich diese Tabellen ordentlicher darstellen kann. Um das Ausgabe-Layout zu ändern, kann ich oben im Header Sachen verändern. Bei den Themen hier gibt es auch sehr viele verschiedene, die voreingestellt sind. Da findet man normalerweise eins, was schon ziemlich gut passt. Und wenn es nicht komplett passt, kann man sich auch selbst Themen generieren. In dem Buch von Wickham gibt es ein Kapitel zum Thema R Markdown, was das Ganze prägnant beschreibt. Und dann gibt es so eine persönliche Vorliebe von mir, und zwar ist es dieses Tuft-Format.
Edward Tufte ist eine ganz große Nummer im Bereich Datenvisualisierung, hat ein paar wichtige, grundlegende Bücher geschrieben und ich finde dieses Handout-Format, was es gibt, ganz schön. Das ist so ein bisschen daran orientiert, wie die Bücher von ihm aussehen. Damit habe ich das Thema natürlich nur grob angeschnitten, aber es ist einfach zu starten. Natürlich muss ich mit R arbeiten können, sonst bringt mir das Ganze nichts. Aber wenn ich mit R arbeiten kann, dann sind diese Markdown-Dateien wirklich eine sehr praktische Art und Weise, das Ergebnis in einer Datei zu speichern, so dass ich mir nicht merken muss, in welchen Dateien sind denn die verschiedenen Bestandteile meiner Arbeit. Und ich habe, wenn ich das Ganze richtig anfange, immer die Gewährleistung, dass ich meine Berichte reproduzieren kann. Und wenn ich irgendwelche kleinen Änderungen daran machen muss, dann kann ich die auch wirklich an einer Stelle machen und sehe dann auch wirklich sofort die Auswirkungen und habe nicht noch irgendwo Bilder, die ich mal irgendwie erzeugt habe, wo ich nicht mehr so genau weiß, wie die eigentlich zustande kamen. Das war reproduzierbare Forschung, hart und trocken.